Ich darf ganz offiziell begrüßen zum DUB Digital Business Talk Nummer 134 mittlerweile. Und heute wollen wir reden über Kooperation statt Konkurrenz, wie Mittelständler von der Zusammenarbeit mit Startups profitieren. Dazu haben wir zwei ganz besondere Experten eingeladen, die sich in diesem Themenbereich gut auskennen und mit denen wir das mal gemeinsam beleuchten wollen. Wie immer sind alle Zuschauerinnen und Zuschauer natürlich auch eingeladen, ihre eigenen Fragen mitzustellen. Aber ich darf ganz herzlich begrüßen zum einen Dr. Alex von Frankenberg, der ist Geschäftsführer des Hightech Gründerfonds. Herzlich willkommen und schöne Grüße nach Bonn ins Wohnzimmer. Ja, und hallo nach Hamburg, schön, dass ich da bin. Auf der anderen Seite Daniel Atala, der ist Head of Corporate Venture, jetzt muss ich ablesen, Head of Corporate Venture und Innovation bei CEWE, dem Fotodienstleister, und aber auch Gründer von Pixum, ebenfalls im Fotodienstleistungsgeschäft aktiv und nebenbei auch noch, hat noch zahlreiche andere Ämter, wenn ich das richtig recherchiert habe, und Funktionen in Wirtschaft und Wissenschaft. Beide sind dem Thema sehr nah von zwei Seiten. Einmal der Hightech-Gründerfonds natürlich mit der Tatsache, dass er in Startups investiert. Auf der anderen Seite ist CEWE, und das wollen wir hier auch ganz öffentlich machen, auch Teil des Beirats in Person von Daniel Atala beim Gründerfonds. Und Pixar ist natürlich wiederum ein kleines, vergleichsweise kleines Unternehmen mit 140 Mitarbeitern. Das sage ich bei allem Respekt. Bei einem Medienhaus, das nicht. Kein Problem. Kein Problem. Sind zwischenzeitlich 170. Aber aus Sicht eines Medienhauses, das noch nicht so viele Mitarbeiter hat. Aber okay, wir haben also ein wunderbares Setting, um in das Thema mal hineinzuleuchten. Traditionell machen wir es so, dass wir den Protagonisten im Call, also euch beiden hier, wir sind beim Du für alle Zuhörerinnen und Zuhörer, dass wir euch beiden die Möglichkeit geben, euch und euren Zugang zum Thema vielleicht nochmal ein bisschen detaillierter zu erläutern, als ich es konnte. Also ich würde mich freuen, wenn ihr ein, zwei Minuten euch jeweils nehmt, euren Zugang zum Thema einmal erläutert und vielleicht schon einen ersten Diskussionspunkt setzt oder einen ersten Anhaltspunkt, an dem wir uns nachher in der Diskussion entlanghangeln können. Alex, magst du beginnen, bitte? Ja, vielen Dank, Thomas. Wir haben heute gerade unser 600. Seed Investment announced. Wir machen das ja seit 15 Jahren, pro Jahr 40, zack, 600. Heute haben wir es announced. Und wir sind gestartet vor 15 Jahren als Public-Private Partnership. Der Bund hat das initiiert und die Industrie hat mitgemacht. Am Anfang haben sie halt mitgemacht. Und mittlerweile sind aus 6 Industrieinvestoren im dritten Fonds dann 33 geworden. Und die 33 machen mit, weil wir gezeigt haben, auf ganz vielen Wegen gibt es einen sehr relevanten Impuls für die Innovationskraft der etablierten Unternehmen. Und zwar aus unserem Dealflow, aus dem Portfolio, aus dem Know-how und eben tatsächlich aus der Zusammenarbeit zwischen groß und klein, neu und etabliert. Und deswegen macht die Industrie auch immer mehr mit und deswegen lohnt sich das auch, abgesehen vom profitablen Fondsinvestment, lohnt sich das Fondsinvestment eben, weil tatsächlich der Impuls im Kerngeschäft entsteht und es macht eine Menge Spaß, weil es geht ja nicht nur darum, Gründer zu finanzieren, sondern den Standort zu stärken und es geht eben auch über die Kooperation. Okay. Bei dir vielleicht noch ergänzend, in deiner Bescheidenheit hast du es nicht erwähnt, also du bist dem Venture-Capital-Thema, glaube ich, schon seit ich wollte es mal höflich ausdrücken, seit Jahrzehnten sozusagen zugetan und über Siemens, glaube ich, wenn mich nicht alles täuscht, mit den frühen Stationen schon dabei und eben im Hightech-Gründerfonds seit seiner Auflegung. Das ist natürlich, dass du der Zusammenarbeit da positiv gegenüberstehst, ist naheliegend und sicherlich auch nachempfindbar. Wir versuchen in dieser Diskussion aber auch ein bisschen herauszubekommen, wo sind denn möglicherweise auch die ein oder andere, wo ist der ein oder andere Stolperstein bei der ganzen Geschichte? Wie funktioniert diese Zusammenarbeit? Welche Voraussetzungen müssen gegeben sein? Daniel, vielleicht magst du deine Herkunft zum Thema und deinen Standpunkt dazu auch nochmal erläutern. Ja, gerne. Also ich denke, ich schaue aus drei Richtungen auf das Thema. Und die erste Richtung ist natürlich als Verantwortlicher für das Corporate Venture Business innerhalb der CEWE. CEWE ist ein SDAX-Mittelständler mit 700 Millionen Euro Umsatz und etwa 4.000 Beschäftigten, überwiegend in Europa, beziehungsweise eigentlich nur in Europa, überwiegend aber in Deutschland. Und wir investieren in junge Unternehmen und sind auch beim HTGF investiert, die uns damit den Weg geöffnet haben zu einem Dealflow, den wir selber gar nicht so hätten entwickeln können.
Der zweite Blickwinkel, den auch der Alex immer schätzt, ist mein Blickwinkel als Unternehmer. Ich bin selber Gründer und Unternehmer eines kleinen mittelständigen Unternehmens, wie gesagt, 170 Leute. Wir zielen knapp auf die 100 Millionen Euro Umsatz. Uns gibt es seit 20 Jahren und wir sind diese gesamten 20 Jahre jeden Monat beziehungsweise jedes Quartal erfolgreich gewesen, mit Ausnahme des Covid-Quartals. Sprich, immer Wachstum gehabt zum Vorjahr. Das zeigt, dass Erfolg durchaus etwas mit Planbarkeit und Fleiß und Vorbereitung zu tun hat und nicht nur mit Glück. Und als drittes bin ich wahrscheinlich ein bisschen ein Sonderfall, weil viele Unternehmer, die dann einen Exit hatten, und den hatte ich ja auch an CW, verlassen relativ rasch dann dieses Unternehmen, weil sie erdrückt werden durch häufig mittelständige oder Konzern- oder Unternehmensstrukturen. Das ist bei CW nicht der Fall gewesen, deshalb bin ich dann auch immer ganz happy für CW weiterhin vollkommen selbstständig, jetzt im, wie gesagt, 21. Jahr und sehe die Kultur und die Möglichkeiten, die ein Mittelstandsunternehmen, ein sehr klassisches und konservatives Mittelstandsunternehmen, die CW aus dieser, aus dieser Heirat finden kann, ne? Dass ein kleines, junges Unternehmen dort auch mal die Kultur beeinflusst und Dinge beeinflusst. Da können wir dann später drüber reden. Ganz kurz, da gibt es eine ganz tolle Krawattengeschichte, die ja. Daniel und der Vorstand in Oldenburg am Thema Krawatte so ein bisschen aneinander geraten sind. Ja, hat Alex mich eingeladen, einen kleinen Vortrag zu halten, und der hatte die Überschrift "You won't die if you wear a tie". Sehr schön. Das war wahrscheinlich noch in den Frühzeiten, ne? Bevor Herr Zetsche seine Krawatte ablegte. Ja. Das ist halt, wie gesagt, wirklich durchaus ein konservatives Unternehmen, und da gibt es natürlich einen Culture Clash, und den irgendwie zu managen und hinzukriegen, da haben wir ein bisschen Erfahrung und da können wir gegebenenfalls auch drüber reden. Ja, unbedingt. Das wird natürlich eins unserer Themen sein, die wir heute besprechen wollen. Aber ich möchte einmal noch mal ganz kurz bei dir nachfassen, mit so zwei, drei hoffentlich schnell zu beantwortenden. Ja, gerne. Das eine ist, du sagst, das ist ein Weg, wie CW sich dem Thema Startups nähert. Das heißt also, die Aktivitäten erschöpfen sich jetzt innerhalb des Engagements im Gründerfonds, oder wird da grundsätzlich eine Strategie gefahren, sich mit Startups sozusagen zusammenzutun, sich auszutauschen, und wenn ja, wie sieht die aus? Also der Dealflow, oder ich hole mal noch einen Schritt weiter aus, um interessante junge Startups kennenzulernen, überhaupt erst kennenzulernen, habe ich im Wesentlichen zwei Möglichkeiten. Entweder ich tummel mich selber auf den einschlägigen Veranstaltungen und bin dort überall präsent, um die wenigen passenden Startups herauszufinden, was ein großer Aufwand ist, oder ich beteilige mich beim HTGF. Dann sehe ich würde mal sagen, mindestens wahrscheinlich 70%, Alex springt mir in den Nacken, wenn ich was Falsches sage, aber 70% aller Startups in Deutschland und ohne diesen großen Aufwand zu betreiben. Das bedeutet, das ist unsere wichtigste Source für das Kennenlernen von jungen Unternehmen und auch das in Kontakt treten mit jungen Unternehmen. Wir machen natürlich auch noch weitere Sachen. Wir sind auch noch bei einem kleinen anderen weiteren Fonds in Köln beteiligt. Und wir tummeln uns auch hier und da auf Entrepreneurs- und Start-up-Veranstaltungen. Ich bin selber da aktiv, ob das im Startplatz hier in Köln ist oder ob das beim Web de Cologne ist, was ein Verein ist, den wir zur Förderung der digitalen Wirtschaft in Köln beiträgt. Oder als Gastdozent in der Universität, wo man auf junge Leute trifft, sei es mal in einem Gastdozententhema bei der TH Aachen oder auch hier in Köln, Fresenius, etc. etc. Also es gibt dann schon verschiedene Sourcen, aber ganz offen die wichtigste Source und auch alle unsere Side-Investments, wo wir schon in neue Unternehmen, in junge Unternehmen investiert haben, kommen durch den HTGF. Jetzt noch ganz knapp idealerweise zu beantworten die Nachfrage, bevor wir dann wieder zu Alex uns wenden.
Es ist ja die, das ist ja fast ein bisschen Legende, denn CW ist ja so ein Unternehmen, das eigentlich auch einer, ja, einem Oldschool-Industriezweig angehangen hat und dann irgendwie doch eine disruptive Entwicklung genommen hat und heute eben das ist, was es ist. Welche Rolle hat das da gespielt, dieser Einfluss von, sagen wir mal, du bist ja sicherlich auch in dieser Zeit da sehr stark mit involviert gewesen, dieser Einfluss auf, oder dieses, sagen wir mal, zumindest das offene Mindset, um sozusagen auf Neuentwicklungen zuzugehen und zuzulassen und das eigene Geschäftsmodell auch voll umzustellen. Vielleicht kannst du uns dann ganz klein wenig, für die, die es nicht wissen, in die Historie hineintun. Ja, gerne. Also wir sind im Jahr 2000 gegründet. Im Jahr 2000 gab es die Fotokina, die wichtigste Fotomesse, die jetzt übrigens abgesagt wurde, die gibt es nicht mehr. Und auf dieser Messe gab es keine digitale Fotografie. Null, gar nichts. Es gab einen Gemeinschaftsstand digitale Fotografie in Halle 11, wo sich 3, 4, 5 unter anderem wir auch tummelten. 10 Jahre später war es umgekehrt. Und wir waren von Anfang an ein Teil der CW-Gruppe und der sehr schlaue, zwischenzeitlich abgetretene damalige CEO, der Herr Rotärmel, hat sehr früh entschieden, sich an uns zu beteiligen, um als Katalysator dieser notwendigen Veränderung bei CW zu sorgen, als externen Motivator und Katalysator. Und das war sehr klug, weil er wusste, dass sich das Unternehmen CW radikal verändern muss. Deshalb hat er sich schon sehr früh, 2001, an uns beteiligt. Und er wusste, dass wenn Druck durch Kunden entsteht in einem Vertriebsunternehmen, das viel gesünder ist, als wenn Druck durch den Boss entsteht. Weil auf Kunden hört man als Vertriebsunternehmen viel mehr als auf den Boss. Und insofern war das ein ganz wichtiger Schritt und wir waren Teil dieses Umwälzens. Wir waren immer der Gegenpol, weil CW gesagt hat, naja, euch gibt es in 10 Jahren nicht mehr, da haben wir dann den dies und das, haben wir gesagt, nee, umgekehrt, in 10 Jahren übernehmen wir euch. Ja. Spannend. Diese Geschichte ist, glaube ich, sag mal, als kleine Inspiration für unser Thema hier. Wichtig, das nochmal rauszupicken. Sieh es mir nach, Alex, aber jetzt geht der nächste Ball geht an dich. Und zwar hast du ja schon davon berichtet, die Bereitschaft der Industrie, hast du gesagt, sich am Hightech-Gründerfonds zu beteiligen und auch eben auf diesem Wege sich auch mit Startups auseinanderzusetzen, sie kennenzulernen, wächst zusehends. Das gibt viele nachvollziehbare Argumente, die das wahrscheinlich stützen. Jetzt aber mal auf der anderen Seite. Jetzt gibt es natürlich, sagen wir das, ich überspitze es jetzt mal und setze es mal in ein provokanteres Licht. Jetzt gibt es das Startup, das natürlich irgendwo sich freut über Geldgeber, über Unterstützung etc. pp. Idealerweise von einem Fonds wie den euren, aber dann doch möglicherweise gar nicht so das ausgeprägte Interesse hat, sich von einem, ich sage jetzt mal angestaubten, extra provokant, von einem angestaubten Mittelständler ins Geschäft hineinreden zu lassen oder sich mit dem auszutauschen, wo möglicherweise ohnehin unternehmenskulturelle Barrieren bestehen. Also ist dieses Interesse hauptsächlich aus dem Industriebereich oder ist es genauso ausgeprägt aus dem Startup-Bereich und sind die Vorurteile, die ich eben geschildert habe, völlig hanebüchen? Genau, also sehr gute Frage und auch sehr relevant. Wir investieren ja in alle Technologiefelder, Hardware, Robotik, Sensorik, IoT, Life Science, Biotech und eben ganz viel Software. Und ungefähr so 80% unseres Portfolios ist B2B. Wir haben ein paar B2C, so Mr. Specs, die verkaufen Brillen online an Endkunden. Und ein paar andere natürlich. Und B2B, da sind wir stark in Deutschland. Wir haben B2B-Gene. B2C ist nicht so unser Ding. Das ist eben tatsächlich besser vielleicht in den USA oder Asien aufgehoben. Und wenn man auch so guckt, so große Industrien in Deutschland sind eigentlich eher B2B-Industrien. Ja. Mit der Muttermilch, zack, kriegen wir B2B rein. So, und B2B-Startups, die brauchen Business auf der Kundenseite. Das heißt, die Startups haben, um die Frage klar zu adressieren, ein ganz großes Interesse, mit etablierten Unternehmen zusammenzukommen, weil sie nämlich an die verkaufen müssen. Ja, weil das sind die Kunden. So, und die guten Unternehmer, die peilen natürlich, dass sie halt ganz viel nicht haben, was die Großen haben. Reputation, Expertise, Vertriebskanäle, Partner. Und das ist wirklich eine Symbiose, rein aus operativer Sicht, ja, damit das Startup florieren kann, ist es sehr, sehr gut beraten, kooperativ, auch wenn es vielleicht einen disruptiven Ansatz hat, aber trotzdem kooperativ auf etablierte Unternehmen zu gehen. Und idealerweise und sehr, sehr häufig profitieren beide Seiten davon.
Ja, ist natürlich, du hast vollkommen recht, diese B2C-Thematik, auch schon viel diskutiert hier im Rahmen dieser Call-Serie oder dieser Talk-Serie, ist eine, die wir so ein bisschen verpasst haben. Ich glaube, Herr Höttges hat mal den Spruch geprägt, ne? Die erste Halbzeit haben wir verloren, aber bei der zweiten, nämlich die B2B-Halbzeit, da haben wir das Stimme noch ganz gut im Rennen. Ja, können wir gerne mal gleich nochmal gerne diskutieren, diese These. Also auf jeden Fall der Spruch in der Art stammt von ihm, da bin ich, glaube ich, relativ sicher. Ein Satz dazu, um ja, den Punkt zu machen. Also B2C, Amazon, Google. Gestern Quartalsberichte veröffentlicht, ja. Unglaubliche Gewinne. Zahlen. Also ich glaube, Amazon hat 25 Milliarden Gewinn letztes Jahr gemacht. Das ist die Bewertung von Zalando. So, und so, das Rennen haben sie gewonnen. So, aber was passiert jetzt, wenn man sollte sich wirklich die Quartalsnachricht durchgucken. Die haben beide gesagt, sie werden in den nächsten 3 Jahren AI sehr, sehr stark ausbauen. Und beide bewegen sich so in ihren Feldern in B2B rein. Das heißt, dass die Opportunity, die haben, aber so ein bisschen das Risiko für uns, dass sie die B2C-Stärke reinhebeln in B2B. Und das kann ganz gefährlich werden, also sogar sehr gefährlich, weil wenn Amazon dann plötzlich ja. sozusagen mit ihr, aber auch Google, sieht man ja, ja. Wer hat das beste autonome Fahren auf der Welt? Google mit Waymo ja. und so. Und gut, Tesla sagt, sie werden auch besser, aber auf jeden Fall mal ist es irgendein komisches Internet-Suchmaschinen-Unternehmen, die plötzlich vielleicht führend sind beim autonomen Fahren. Man muss da ganz arg aufpassen, weil was die Unternehmen haben, ist Unternehmergeist, weil die Originalgründer oft noch am Steuer sind. Jeff Bezos hat ja gestern immer seinen noch. Auftritt angekündigt. Also aber was ins Board. Ja, nur ins Board, aber er wird sicherlich ja. Stil ja. bleiben. Und aber was sie auch noch haben, ganz wichtig, sie haben, und das ist ganz wichtig zu differenzieren, sie haben ganz viel Geld, also 25 Milliarden Jahresgewinn, ja, wer hatte schon. Und das ist ein zweiter Punkt, sie haben die Bereitschaft, viel Geld zu verlieren. Ja, also die investieren und sagen, ja, wenn es daneben geht, wurscht. Und mit der Power, Unternehmertum, mords viel Geld und aber auch der Bereitschaft, hohe Verluste mit gescheiterten auch Projekten, da können die jeden Markt erobern. Und das ist eine riesen Threat. Ja, Threat, genau, für die komplette deutsche Industrie. Ja. Definitiv. Haben wir nicht vor allzu langer Zeit eine Geschichte über sowohl Amazon als auch Tesla in dem Zusammenhang gemacht, Möglichkeiten eben Industrien zu disruptieren und mit dem Geld dann auch zu fluten. Oh ja, Gott, wir dürfen auch nicht vergessen, ne, dass Amazon bereits massiv im B2B ist mit dem AWS. Ja? Also ich weiß nicht wie viel Prozent, aber wahrscheinlich die Hälfte des gesamten Internets läuft auf Servern von Amazon. Und das ist Infrastruktur, das ist B2B at its best. Klar. Und das profitabelste Geschäft von Amazon. Ich habe jetzt noch nicht in die Quartalsberichte geguckt. Ja. Einsatz zu Tesla, alle sagen blöde Bubble und kaufen Putz, verlieren ihr Geld. Kann sein, werden wir sehen. Aber Tesla hat zwei Dinge, wo die halt wirklich stark sind. Daten, ja, die haben Begriffe. Auto ist nicht Spaltmaß, Auto ist Daten. Die sammeln viel mehr Daten ein als die deutschen Autohersteller. Was machen sie mit den Daten? Ein geiles Produkt und autonomes Fahren. Und was sie machen mit der hohen Marktkapitalisierung, ob es eine Bubble ist oder nicht, ist völlig wurscht. Sie nutzen die und haben jetzt da irgendwie, gibt es ja Gerüchte, dass sie da irgendwie großen Batteriehersteller kaufen für 50 Milliarden. Ja, 15 Milliarden kann die ganze deutsche Autoindustrie nicht aufbringen, um Batteriehersteller zu verkaufen. Und Batterie ist eine der ganz zentralen Komponenten, ja. sehr wahrscheinlich. Das heißt, so wie der Motor heute, ja, das ist die Batterie morgen, 30% ja. der Wertschöpfung. Und wusch, weg. Also die deutsche Industrie. Riesengefahr. Ja. Und interessant. Ist, dass Sie auch noch vom Business, die Business Insider-Kollegen haben geschrieben, dass Sie. Und wer hatte 10% an Tesla und hat es verscherbelt? Daimler. Ja, gut, wir wollen natürlich vom Untergangsszenario, wieder überspitzt formuliert, unserer Wirtschaft im Vergleich mit den Giganten, die ihre Arme in den B2B-Bereich ausstrecken, hinkommen zu den Chancen und Möglichkeiten, die wir haben, auf Ebenen, die sind sicherlich ja da, wenn man mal sozusagen die großen Kraken, muss man, glaube ich, im Auge behalten, definitiv, das habt ihr beide eben deutlich gesagt und das ist auch definitiv richtig so, geht aber auch darum, welche Chancen
können wir hier kreieren, und das lässt sich eben über eine Zusammenarbeit von Startups und Mittelstand oder auch Großunternehmen machen. Jetzt haben wir alle, wir kennen alle diese mehr von einem Großunternehmen, das irgendwie mit den Startups zusammenarbeitet, da irgendwo ein Lab in Berlin hat, ne, wo die jungen Leute mit den Bärten auf den Bierkisten sitzen und die jungen Damen und alle zusammen dann interessante Dinge entwickeln. Und dann heißt es immer, zumindest viele Gespräche, die ich geführt habe, ja, das ist alles gut, lässt sich aber dann doch auch schwer transportieren, die Dinge, also zurück ins Unternehmen, ne, die Dinge, die dort auf diesen Satelliten sozusagen entwickelt wurden. Wie schafft man es denn, dass eine Zusammenarbeit zwischen Startup und Mittelstand, also sagen wir, unterstellen wir mal dem Mittelstand, nicht ganz so große Strukturen zu haben wie ein Großunternehmen, also als Vorteil unterstellen wir ihm das mal. Wie schafft man es denn hier sozusagen die Verbindung einer Entwicklung oder einer Idee, einen Technologiezugang, den ein Startup liefert, in sozusagen die DNA eines Mittelständlers zu implementieren? Ich einfach mal, und Daniel, kannst du vielleicht mal auch die, du hast es ja mega gut hingekriegt mit Pixum und CW. So, und ich glaube, der allererste Schritt, und das ist der wirklich wichtigste Schritt, ist, dass ein etabliertes Unternehmen die Erkenntnis hat, dass das Startup die Probleme nicht lösen wird, sondern man muss die selber lösen. Weil das Startup wird nicht die strategischen, operativen Innovationsprobleme von einem etablierten Unternehmen lösen. Nicht. Man muss es selber machen. So, und wie mache ich das selber? Und das ist dann schon auch der Mechanismus. Und da gibt es verschiedene Transmissionsmechanismen. Und einer ist Inspiration. Also ich befasse mich mit Startups, ich sehe deren Ansätze, deren Geschäftsmodelle, und dann kriege ich eine Idee für mein eigenes Geschäft. Ja, ich bin inspiriert, ich lerne, entwickle Ideen, Lösungen für mein Geschäft. Das ist ein ganz zentraler Punkt, aber dafür muss ich mich intensiv damit auseinandersetzen. Der zweite Weg ist tatsächlich in jeder Form Kooperation. Also ich arbeite irgendwie zusammen, und ist gar nicht so leicht, weil so mit Startups kann man nicht unbedingt immer gut gleich zusammenarbeiten, die sind so ein bisschen eigen, aber mit etablierten Unternehmen auch nicht. Und da braucht man tatsächlich vielleicht auch so einen Mechanismus, der die Zusammenarbeit auch ermöglicht und übersetzt, moderiert. Und Zusammenarbeit gibt es ja ganz viele Möglichkeiten. Man kann, Produktpaletten können sich ergänzen, man kann gemeinsam forschen, Entwicklungskooperationen, Vertriebskooperationen. Und Zusammenarbeit im Kern ist der Mechanismus, ja, ich verbinde die operativen Geschäfte und hole mir die Impulse rein und muss dann als Führungskraft von etablierten Unternehmen diese Impulse auch positiv, sag mal, befeuern, unterstützen. Ja. Dieses Not-Invented-Here-Syndrom kennt jeder, ja, das Startup ist doof und alles, was von außen kommt, eben auch. Ja. Da muss ich als Führung halt hinterherführen und sagen, ist nicht so, probiert's mal aus, versucht's mal, vielleicht klappt's ja. Ja, und nicht gleich ablehnen. Und Thema Corporate Venture spielt auch eine Rolle, aber eben das unterlegt eine Kooperation. Ich habe eine Kooperation, und dann noch enger ranzurücken, dieses Unternehmen auch mit zu gestalten als Gesellschafter, Einblicke zu kriegen, kann ich mich beteiligen, und irgendwann kann ich es auch kaufen vielleicht. Na, dann hole ich es halt rein in das Unternehmen und habe dann das Ganze mehr oder weniger internalisiert. Das sind so die Hauptmechanismen. Und das Thema, ganz wichtig, und das möchte ich nochmal betonen, der Ausgangspunkt ist die Erkenntnis, dass ich selber meine Probleme lösen muss und mir dafür Impulse, in welcher Form auch immer, von außen reinholen. Wunderbar. Ich glaube, das haben wir eben schon ansatzweise von Daniel auch geschildert bekommen, als ich ihn bat, die CW-Geschichte zu erzählen. Aber du kannst jetzt natürlich den Blick aus der Praxis. Was kannst du da noch beisteuern? Ja, ich würde da erstmal dem Alex ganz, ganz deutlich zustimmen. Das fängt nicht damit an, dass man sagt, ich habe jetzt ein bisschen Geld übrig und investiere mal in Startups. Oder ich investiere mal in Startups, weil das von mir erwartet wird als Geschäftsführer oder CEO, weil wir müssen ja irgendwie Kontakt zu den jungen Unternehmen haben. Sondern das fängt da an, wo man weiß, dass man als größeres Unternehmen häufig die inkrementellen Innovationen sehr gut beherrscht, aber die disruptiven Innovationen nicht, weil sie häufig auch in Konflikt stehen mit dem Core-Business. Also das eine ist develop the future und das andere ist transform the core. Also auf der einen Seite, ich muss die Zukunft in irgendeiner Weise mich mit der befassen, und das kann fast nur mit externen Themen passieren. Also das heißt, Kooperation mit Unis, sich an Unternehmen wie jungen Startups zu beteiligen. Nicht mit dem Ziel des Earnings, sondern mit einem großen L davor.
Das war der Grund, warum ich gesagt habe bei CW, wir müssen dort rein und bitte habt nicht die Erwartung, dass das einen guten Return gibt, sondern legt das L vor Earning. Das ist Learning. Ne? Das ist gar nicht weit weg. Das ist der wesentliche Punkt. So, jetzt hat man dabei auch mal Glück. So, CW hat auf Pixum gesetzt. Jetzt will ich nicht sagen, ich hatte Glück, sondern CW hatte Glück, dass sie auf mich gesetzt haben. Und es entsteht dann ein Startup, wirklich von null, das innerhalb von zwei Dekaden, was ja eine Menge Zeit ist, ja, einen signifikanten Anteil des Umsatzes der gesamten Unternehmensgruppe macht. Ne? Immerhin knapp 15%. Das ist schon viel, das ist eher, würde man heute wahrscheinlich eher mit einer Akquisition erreichen, wo man relativ zügig innerhalb von 2-3 Jahren vielleicht von 50, 70, 80, 100 Millionen kommt. Ne? Aber sich weiterhin mit den Themen zu beschäftigen und auch mit anderen Unternehmen, die teilweise gar nicht so nah an dem Kerngeschäft sind. Beispiel beim CW ist auch, dass wir uns an dem Unternehmen Stokart beteiligt haben, relativ früh. Stokart macht eine App für Kundenkarten. Und wir haben gesagt, was haben wir mit Kundenkarten zu tun? Eigentlich gar nichts. Aber mein Rational war, da war ein kleines, junges Team von Unternehmern, die es geschafft haben, während der Uni 1 Million Downloads einer App zu generieren im App Store, derweil wir uns schwer tun, unsere super programmierte App von dem Pixel-Fotobuch und dem CW-Fotobuch auch nur 100.000 Mal zu verkaufen. Das müssen wir lernen. Und das war dann auch der Grund, warum wir uns dort beteiligt haben. Und dann muss man sich natürlich mit den Startups auseinandersetzen, muss sich mit denen treffen, muss die eigenen Leute mit denen zusammenbringen, muss sich inspirieren lassen, was Alex ganz wichtig hervorgehoben hat. Und diese Themen führen dann dazu, dass Innovation und die Veränderung auch des eigenen Businesses nicht von einer Abteilung innerhalb von CW gemanagt werden, sondern im ganzen Unternehmen sich verankert als Teil der DNA, die als Basis hat die Bereitschaft zur Veränderung. Das ist, glaube ich, der wichtige Punkt. Und das muss top-down kommen. Das ist sehr schwierig im Bottom-up. Ja. Gute Beispiele sind die 30, 40 überwiegend mittelständigen Unternehmen, die im Fonds 3 investiert sind. Da gibt es ganz, ganz tolle Unternehmen. Übrigens eine Struktur, auf die die ganze Welt neidisch ist, ist unsere Mittelstandsstruktur. Da kommen die Professoren von den Universitäten von Harvard und von Stanford und von allen Elite-Universitäten nach Deutschland, um zu verstehen, wie es ein Land geschafft hat, Hunderte von Weltmarktführern zu etablieren. Und das ist viel stabiler als 5 Unternehmen, die möglicherweise so wertvoll sind wie der gesamte, wie alle anderen Unternehmen in Deutschland zusammen, aber nur an der Börse, nicht in Zusammenhang mit Arbeitsplätzen, Stabilität in der Kultur, Stabilität in der Krise, Kurzarbeit, keine 40 Millionen Arbeitslose, etc., etc., etc. Das macht der Mittelstand bei uns aus und nicht die paar DAX-Unternehmen. Definitiv. Ein richtiges Plädoyer, kann man nicht oft genug wiederholen, ist tatsächlich so. Das hat natürlich jetzt reichlich Anknüpfungspunkte. Nebenbei die Beobachtung, es wird schon diskutiert im Chat, das ist genau richtig so, so natürlich der Ball Tesla aufgenommen, das ist ja so ein Reizthema. Ja. Das darf auch gerne diskutiert werden, auch gerne kontrovers, das gehört, glaube ich, mit dazu. Nicht unser Thema für heute, aber wir lassen es natürlich sehr, sehr gern zu. Eine weitere Frage im Chat war schon drin, da kommen wir gleich nochmal drauf, nämlich was sozusagen die Hilfen außer den monetären denn auch sein können für Startups, die ja noch vieles brauchen. Also wie die Zusammenarbeit außer jetzt vom Fonds aus gesehen, außer den finanziellen Zuwendungen auch aussehen kann. Da kommen wir aber gleich noch drauf. Ich würde gerne ein, zwei Punkte aufnehmen, die du gesagt hast.
Du hast ja davon gesprochen, das muss, also wir wollen ja so ein bisschen in das von den Schlagworten in die wirkliche, wie können wir das denn machen, wie können der Mittelstand das wirklich machen, gehen. Du hast schon gesagt, das muss top-down kommen, das heißt also, der Chef des jeweiligen Mittelstandes, das muss diese Offenheit im ganzen Unternehmen halt kreieren, um die Impulse, die da von außen kommen, damit die auch aufgenommen werden, damit die nicht abgelehnt werden, wie Alex es vorhin so schön geschildert hat. Das ist ganz, ganz wichtig. Dann hast du gesagt, sich inspirieren lassen. Also sozusagen, das lässt sich ja vielleicht mit einer Offenheit der Einstellung in irgendeiner Form übersetzen. Kannst du das ein bisschen konkretisieren? Wir versuchen also sozusagen den ganzen Aufrufen, diesem ganzen etwas Pathetischen hier, auch versuchen wir auch immer ein bisschen Praktikabilität sozusagen einzuimpfen. Was kann das bedeuten, wenn man sich inspirieren lässt? Heißt das einfach, einen offenen Geist zu haben? Muss man diese Idee sozusagen kritisch würdigen? Muss man sie mit Euphorie nehmen, die da von außen kommt? Wie würdest du das beschreiben? Kannst du ein paar Detailanblicke geben? Ja, gerne. Ich glaube, das ist natürlich wie immer nicht das eine, sondern immer ein Mix von allem. Ne? Das ist manchmal nur das Zuhören, das ist manchmal das kritische Ablehnen, das ist manchmal das euphorische Annehmen. Es gab viele Punkte innerhalb von CW, wo CW von uns gelernt hat, als junges, noch fast Startup-Unternehmen. Unter anderem beispielsweise haben wir unsere neuen Büros bezogen und haben ein sehr, sehr modernes Office-Umfeld kreiert, so wie das moderne Unternehmen heute haben. Open Space, Rückzugsmöglichkeiten, Sofas, eine Cafeteria mit einer vernünftigen Espressomaschine. Es gibt morgens ein bisschen Frühstück. Überall steht eine Schüssel mit Äpfeln und Obst und so weiter. Also das, was man so aus von jungen Startup-Unternehmen oder von Hightech-Unternehmen kennt. Und das gab es in Oldenburg sowas von überhaupt gar nicht. Da war dann die Abteilung Finance stolz, dass sie zusammengelegt haben und eine eigene Nespresso-Maschine gekauft haben. Aber die, da durften mehr oder weniger auch nur in die Abteilung Finance ran, weil sie das ja privat gekauft haben. Die haben dann einen Neubau gebaut. Vor, wie lange ist es her? 4, 5 Jahren. Die Architekten sind zu uns gekommen und haben sich inspirieren lassen. Und wenn sie heute zuerst nach Oldenburg gehen und dann nach Köln kommen, dann sagen sie, ah, super, guck mal, die Töchter richten sich genauso ein wie die Mutter. Ne? Aber de facto ist es komplett umgekehrt. Ja? Also die haben sich sowas von inspirieren lassen, auch von uns, dass die komplette Architektur des Neubaus ein Open Space ist eines modernen Unternehmens. Und das ist so ein bisschen die Kulturveränderung, die auch passieren kann. Dafür muss es natürlich, und da bin ich wieder bei meinem Eingangssatz, die Bereitschaft der Veränderung von oben da sein. Das geht nur top-down, weil der Vorstand entscheidet über den 25-Millionen-Bau. Da entscheidet ja nicht der Entwickler oder sonst irgendeiner auf einer anderen Ebene drüber. Und die müssen bereit sein zu sagen, wir machen das jetzt ganz anders als bisher. Danke für das Praxisbeispiel, Alex. Einmal an dich zurückgespielt. Würdest du sagen, das ist wir haben ja eben sehr plastisch gehört, das ist ein Geben und Nehmen zwischen Startups und Mittelstand. Der eine hat eben das, was er einbringt in die Partnerschaft, also die Inspiration, die möglicherweise den technologischen Zugang, die andere Denke. Der nächste hat aber, wie du so richtig schön ausgeführt hast, die Kontakte, den Vertrieb, die etablierte Position im B2B-Bereich. Ist das ein für dich gleichwertiges Geben und Nehmen oder hat da irgendjemand, ist natürlich von der Einzelkonstellation abhängig, ist klar, aber im Großen und Ganzen würdest du sagen, dass es eine klassische Win-Win-Situation, wo jeder genauso viel reinkriegt und dann eben das doch ein gewisses Maß reinbringt und dann eben entsprechend mehr rausbekommt? Oder, genau, individuell. Aber ich glaube, etablierte Unternehmen bringen ganz viel mit und auch ein in Startups. Also Know-how, mega viel. Also sitzen Patentanwälte, Experten, langjährige Entwickler, die ganz, ganz viel Technologie-Know-how haben, die bringen mit Kapital, Glaubwürdigkeit, die bringen riesige Netzwerke mit, Vertriebskontakte, über viele Jahrzehnte gewachsene Netzwerke, Talente, gute Leute, genauso. Also wenn man mal genau so hinschaut, was so ein Startup hat, ist eigentlich ganz am Anfang eine Idee und höchst motivierte Gründe, sonst nichts. Ja, und dann irgendwann haben sie ein bisschen Geld, viel zu wenig,
Und ein Serviceunternehmen hat alles. Und es ist eigentlich erstaunlich, dass Startups überhaupt erfolgreich sind, weil die haben nichts außer eine Idee und die Gründer, Gründerinnen. Und die Etablierten haben alles. Und trotzdem schaffen es halt immer wieder welche. Ja, ja, insbesondere mit Fokus auf B2B ist es vielleicht etwas schwerer als B2C, wo man der Durchbruch dann anders gelingen kann. Aber das führt natürlich zu einer weiteren Frage, Alex. Und zwar, wir haben mal ein Stichwort, das man sich ja schnell vorstellen kann, dass du so eine Mentor-Mentee-Beziehung hast zwischen Startup und etablierten Mittelständler. Ne? Der sozusagen der große Bruder, vielleicht etwas älter, hat aber den jungen, quirligen Kleinen an der Seite, ne? der vielleicht mal ein bisschen neu und quer denkt. Ist das, um jetzt auch mal auf das Thema Kulturen, verschiedene Kulturen zu kommen, wie sie zusammenarbeiten, ist das eine klassische Form der Kooperation, wenn man jetzt mal aus deinem Erfahrungsschatz schaut? Ja, Mentor deutet ja so ein bisschen so eine Hierarchie an. So, ich bin der erfahrene Alte und zeige euch, wie es geht. Das ist der falsche, weiß ich nicht. Nee. Also der richtige Ansatz ist auf Augenhöhe. Man muss sich auch nicht klein machen als etabliertes Unternehmen, sondern auf Augenhöhe. Und natürlich kann man was weitergeben, aber man sollte vor allen Dingen sehr offen sein, Neues aufzunehmen. Weil ich meine, das ist das, was ein Startup am Ende mitbringt, Innovation. Und wenn ich da nicht ganz wissbegierig, offen vor allen Dingen, offen für Neues, Riesenthema, kann man üben, kann ich gleich ein paar Beispiele sagen, wie man das üben kann, offen für Neues. Wenn man das nicht mitbringt, dann kommt halt auch nichts an. Ja? Wenn ich die Schleuse nicht öffne, dann zack, kommt halt auch nichts an. Also das ist genau das Stichwort. Wir wollen ja immer so ein bisschen sozusagen Praxis beifügen. Wie schaffe ich das denn, die Offenheit? Also Offenheit, haben wir eben besprochen, ist eine Grundvoraussetzung. Das kann gerne von oben auf verordnet werden und initiiert werden. Das hat der Daniel eben nachhaltig sozusagen argumentiert. Richtig, dennoch braucht es ja sozusagen, die Offenheit sollte idealerweise nicht auf Zwang erfolgen, sondern die sollte eben, also Ablehnung von Neuem sollte umgewandelt werden in ein Willkommen von neuen Ideen. Wie passiert sowas? Es ist ganz viel, aber also ich jogge ja so am Rhein entlang und als Sportler weiß man, Training bringt was. Klar. So, und irgendwann wird man nicht mehr schneller, sondern nur noch nicht mehr langsamer, aber bringt trotzdem was. Und man kann auch, und das ist der Punkt, Offenheit für Neues trainieren. So, wie mache ich das? Ganz einfach. Jeden Tag was Neues machen. So, das klingt jetzt ganz einfach, ist mordschwer. Jeden Tag, und ich schaffe es auch nicht, aber man kann es, jeden Tag mache ich irgendwas neu. Konkret, Beispiel, versuchen Sie mal, tauschen Sie mit Ihrer Frau das Bett, Bettseite, ja. Das ist was Neues. Und man wird merken, gar nicht so leicht. Weg zur Arbeit. Mal einen neuen Weg zur Arbeit gehen. Im Restaurant, eins meiner Lieblingsbeispiele, im Restaurant, also wenn es wieder offen ist, geht in ein Restaurant, sagt dem Kellner, bringen Sie mir irgendwas. Dann kommt irgendwas und der Kellner ist völlig mit dieser neuen Situation überfordert. Was mögen Sie denn? Was hätten Sie gern? Nee, bringen Sie mir irgendwas. Und was passiert? Man kriegt was, was man meistens nicht bestellt hätte, weil man bestellt am Ende immer das Gleiche und was einem schmeckt. So, und da gibt es 1000 Beispiele, wie man, da kommt ein neues soziales Netzwerk daher, Clubhouse. Komisch, doof, die Amis spinnen. Nee, ausprobieren, registrieren, in die Session reingehen. Und in unserer Welt heute kommt jeden Tag so viel Neues. Und wenn man Kinder hat, mehr als einem lieb ist, bringen die mit. Ausprobieren. Einfach ausprobieren, versuchen, offen sein, gucken, wie es ist. In ein anderes Restaurant gehen, sein Geld mal anders ausgeben, seiner Frau, seinem Partner, Partnerin mal ein anderes Kompliment machen. 1000 Möglichkeiten und jeden Tag üben, üben. Okay, jetzt hast du es vorhin angedeutet, es gab eine ganze Zeit lang, oder ich habe es auch in der Recherche sozusagen ein paar Hinweise darauf bekommen, eine ganze Zeit lang und lange bis heute hält sich ja immer noch sozusagen die Auffassung, dass Deutschland eigentlich kein Venture-Capital-Land ist. Ne? Es gibt wenig Kapital für aufstrebende Unternehmen, Startups werden gar nicht finanziert, das war vielleicht nach dem Platzen der Dotcom-Blase, war das tatsächlich so, dass da eine Brache da lag. Im Vergleich aber, sagen wir mal, zu staatlichen Incentiven,
incentivierten oder getriebenen Investitionen wie in China oder zu den großen privaten Mitteln über die großen Fonds wie in den USA, fristen wir ja vermutlich doch eher noch ein sehr kleines Dasein, was das Venture Capital Wesen angeht. Vielleicht mal deine Einschätzung dazu, Alex. Also, haben wir einen deutschen Weg gefunden, müssen wir irgendein Vorbild nacheifern? Genau, also wird viel besser. Also wenn man guckt, 15 Jahre, die wir jetzt unterwegs sind, da ist schon ganz, ganz steiler Aufwärtstrend. Wir haben eine sehr viel breitere Gründerszene, also viel mehr Gründerinnen und Gründer. Wir haben das Thema auch in die Breite getragen. Die Höhle der Löwen hat da einen riesen, riesen Job gemacht. Es ist wirklich voll angekommen in der breiten Bevölkerung, aber auch in der Politik vor allen Dingen angekommen. Und wir haben natürlich viel mehr sozusagen Teilnehmer, viel mehr Investoren. Der Staat macht eine Menge, aber eben auch gerade etablierte Unternehmen, Corporate Venture, Riesenboom. Es gibt sehr, sehr viel mehr neue VCs, die sich da etabliert haben und ganz, ganz viele Business Angels, die da entsteht so ein positiver Regelkreislauf, erfolgreiche Gründer, die gründen vielleicht nochmal oder werden eben Business Angels und feuern sozusagen das Ökosystem. Also ganz, ganz positiver Trend, aber klar, so ganz, ganz vorne im Spitzenbereich, da hinken wir noch ein bisschen hinterher. Konkretes Beispiel, Kryptobörse, Coinbase geht jetzt an die Börse, Public, Bewertung zwischen 50 und 100 Milliarden. Und bei uns, wir hatten Kryptobörsen, die zum gleichen Zeitpunkt gestartet sind, nichts passiert. Hängt mit vielen Themen zusammen. So diese ganz, ganz großen Kracher, sagen wir mal 50, 100 Milliarden plus, die haben wir noch nicht. Ja, die größten Startups, Delivery Hero und Zalando sind so 25 Milliarden wert, das ist schon riesig, super, aber eben dann doch noch relativ klein im Vergleich zu den ganz großen Erfolgen in China und eben auch USA. Also positiv, ja, aber noch room to grow. Okay, Daniel, deine Einschätzung dazu, zum gleichen Sachverhalt? Deckt sich das? Wir hören dich gerade nicht. Bist du mute? Ja, ich habe mich gemutet, weil ich eben hustete. Ich habe ja gegründet vor 20 Jahren und ich weiß, wie es vor 20 Jahren war. Also der Begriff Venture Capital gab es kaum. Business Angel gab es gar nicht. Das war eine Infrastruktur, wo ich durch einen Zufall, nämlich einen sehr erfolgreichen Unternehmer, den ich aus einem Unternehmen kannte, bei dem ich vorher arbeitete, der gesagt hat, ich gebe von meinem Erfolg auch an junge Unternehmen was zurück. Das ist nichts anderes als Venture Capital. Das hieß nur damals nicht so in Deutschland. Und da habe ich mir das erste Geld besorgen können. Und das hat sich natürlich vollkommen verändert. Wir haben heute eine riesige Infrastruktur in allen Phasen der Investition, ob das der Seed ist oder ob das die Series One ist oder die Series Two. Allerdings haben wir auch verschiedene Dilemmata bei den Themen. A, wir haben einen sehr großen Heimatmarkt und fühlen uns deshalb nicht sofort berufen, in die Internationalität zu gehen. Also zum Beispiel wie Israel, Dänemark, Schweden, Finnland, Island, Niederlande. Egal wie sie heißen, die haben überhaupt gar keine andere Chance, ein relevantes Unternehmen aufzubauen, als von Anfang an global zu denken. Deutsche Startups denken deutsch und deshalb werden sie auch nur deutsch groß. Zalando ist das allerbeste Beispiel. Ne? Das ist 25 Millionen wert, weil es überwiegend in Deutschland ist. Wäre das ein europäisches Unternehmen, wäre es das Zehnfache. Insofern haben wir noch viel zu lernen und viel weiterzumachen bei diesen Themen. Erstens A, Erfolge zu feiern, weil nichts ist überzeugender als Erfolg. Der eben genannte erste Geldgeber von mir, wahrscheinlich einer der erfolgreichsten Business Angels in Deutschland, der Dr. Lampersdorfer, der einmal CompuNet mitgegründet hat und dort einen guten Exit hatte vor 30 Jahren und dann Hybris für 1,2 Milliarden an SAP verkauft hat, was er auch mitgegründet hat. Der sagte einmal, er ist ein alter Vertriebler und sagt, Erfolg schlägt alle Argumente. Und das ist auch eines der wichtigen Themen, die in Silicon Valley oder in Amerika besser gelebt werden als in Deutschland. Erfolge werden gefeiert, werden hochgeladen. Tesla ist dort, Elon Musk ist ein Gott.
Und bei uns wird er als wird er gesehen als, weiß ich nicht, Hochstapler und Schindler und der Münchhausen des Silicon Valleys. Ne? Ja, der ist ein Spinner, ne? Und möglicherweise ist er auch kein guter Manager, aber er ist ein Movement-Starter. Ne? Und egal, ob die gute Autos gebaut haben oder nicht oder noch immer gute Autos bauen, ich bin ja selber ein Elektrofahrer seit wenigen Wochen und stehe lieber auf deutsche Zuffenhausen-Autos als auf Elon Musk-Autos. Aber der hat dieses Movement E-Autos gestartet. Ja. Ne? Und da steckt Fantasie drin. Ne? Ja. Und deshalb ist auch die Bewertung dort so hoch. Und die gehen auch mit, also die haben bessere Exit-Chancen. Also kann man an einer Hand abzählen an deutschen DAX-Unternehmen, die in den vergangenen 20 Jahren eine Akquisition eines Startups gemacht haben, die größer war als 100 Millionen. Ist wahrscheinlich an einer Hand abzuzählen. Ich ziehe jetzt meine Trumpfkarte an den kritischen Chat und auch hier, ich bin in Zuffenhausen geboren. Weißt du natürlich auch, wie der bereits im Chat diskutierte, die Chat diskutierte Reichweite des Zuffenhausen, das Modell? Ja, also da, je nachdem, ich bin ja ein sehr binärer Typ. Ne? Ich fahre auch selber Rennen und so weiter. Also wenn ich die so fahre wie die anderen Benziner, dann sind es eher 200 Kilometer. Aber das ist bei Tesla nicht anders. Ein Bekannter hat mir das mal erzählt, dass er vom Flughafen nach Grünwald gefahren ist, Vollpower. Und dann gab es noch 40% Batterie. Also wenn man diese Dinger auf Volllast fährt, dann schlucken die Batterie ohne Ende. Ich glaube, da gibt es noch ein paar Startups mit klugen Ideen, die vielleicht in dem Bereich noch ein bisschen was tun. Ja. Lass uns zurückkommen zu den Themen, die wir noch haben. Ein Thema, das ich gerne noch vielleicht auch mit dir beginnend, Daniel, kurz ansprechen würde wollen, ist Bootstrapping. Also wir reden hier von Unternehmen, die sich sozusagen ohne Fremdinvestoren aus eigenen Mitteln, aus eigenem organischem Wachstum sozusagen in eine andere Position katapultieren. Ist das für dich jetzt, wenn wir jetzt von der Konstellation sprechen, die wir auch hier im Chat vorliegen haben, ist das für dich ein Modell ohne Zukunft, ein Relikt der Vergangenheit oder ist das tatsächlich eine Alternative? Also ich ziehe den Hut vor den Unternehmern, die sich ohne Fremdkapital ein großes, relevantes Unternehmen bauen. Das ist doppelt schwer und meines Erachtens um den Faktor 10 seltener, als wenn man das mit Fremdkapital macht. Es ist nicht nur das Kapital, das einem dann in die Lage versetzt, gegebenenfalls schneller und mutiger zu wachsen, sondern auch die Expertise und die vielen Informationen, die man dann noch sich holen kann über das Netzwerk, das gute Investoren auch mitbringen. Es gibt nur ganz, ganz wenige Beispiele für wirklich relevante mittelständische Unternehmen der letzten, sagen wir mal, 20 Jahre, die echt ohne Fremdkapital, komplett ohne Fremdkapital auskommen. Eins ist, glaube ich, auch beim HTGF zwischenzeitlich investiert, ne? Die Taschenkollegen, ne? Fondsoft. Aber die meisten brauchen die Unterstützung. Deshalb würde ich sagen, Bootstrapping geht, wenn ich eine Idee habe, die ich anders finanzieren kann als durch Risikokapital. Und wenn man ein perfektes Team hat. Mhm. Muss auch ganz kurzer Kommentar, es gibt beides, man kann beides machen. Und da gibt es ein paar tolle Beispiele hier in Bonn, LinaX, aber auch vor allen Dingen Celonis und auch unser Fondsinvestor FrontOff, die haben alle drei, die ersten drei Jahre gar kein Geld aufgenommen. Und Celonis, da waren wir dran und dann haben die gesagt, wir machen alles ja. Und dann haben die aber irgendwann dann doch Geld aufgenommen, nachdem sie wirklich echte Traction hatten und einen starken Wachstumspfad. Das heißt, die haben zuerst gebootstrapped, das Unternehmen wirklich sauber aufgesetzt, Product Market Fit, und dann für eine schnelle Expansion schon Geld aufgenommen, aber sehr viel später, als viele das machen. Ja. Und die Kombination ist gar nicht so schlecht. Jetzt müssen wir biegen schon langsam ins Finale ein, aber ich will noch die letzten Minuten nutzen, um weitere Punkte zu besprechen. Zum einen wollen wir den Ball, der gleich am Anfang hier auch im Chat gespielt wurde, natürlich aufnehmen. Was gibt es, und das klang eben auch schon von Daniel an, was gibt es
an neben den finanziellen Mitteln, an sonstiger Unterstützung, an sonstigen Vorteilen aus dem Mechanismus, wie wir ihn jetzt eben gerade beschrieben haben. Liegt natürlich nahe, jetzt die Dinge aufzuzählen, aber vielleicht kannst du tatsächlich noch ein bisschen Butter bei die Fische geben, wie man hier in Hamburg sagen würde. Also ein bisschen mehr Fleisch an den Knochen tun zu den Schlagwörtern, was man dann noch so an Unterstützung bekommt. Du meinst jetzt speziell in unserer Situation mit CW als Partner dann? Oder? Ja, ich würde es gerne, vielleicht sogar Alex hier beginnend, einmal mit dem, was gibt es sonst noch an Unterstützung, auch aus dem Fonds heraus sozusagen, und dann könntest du, wenn du so nett bist, Daniel, das... Ja, gerne. Für wen jetzt, für die Startups oder für die Fondsinvestoren? Ja, ich würde in allererster Linie für die Startups sagen, aber jetzt, wo du beide bringst, ich glaube, war der Meinung, für die Fondsinvestoren haben wir schon sozusagen... Ja, genau. Also die Startups... Also ganz wichtiger Punkt vorab. Die Gründer sind die Chefs, die Unternehmer, und wir sind nicht bessere Chefs in den Portfoliounternehmen. Überhaupt gar nicht, weil wenn wir das sind, dann oder wären, dann wären die Gründer richtig schlecht. Weil wir machen ja mehr als ein Unternehmen. So, die steuern das Unternehmen. Und wir helfen ein bisschen da, wo wir gut sind. Und wo sind wir gut? Wir haben 600 Seed-Investments gemacht. Wir haben davon 400 in eine A-Runde gebracht. Also beim weiteren Fundraising, nicht nur, dass wir selber Geld reingeben, sondern dass wir Türen öffnen zu anderen Investoren, den Gründern aber auch helfen, diesen Weg so zu beschreiten, dass sie dann wirklich eine nächste Runde kriegen. Ja, das, genau. Da steckt ganz viel drin. Da steckt operative Erfolge drin. Da muss man vielleicht auch mal gar nicht so selten das Team vollständigen. Wir haben ja oft zwei technische Gründerinnen und Gründer mit wenig Berufs- oder Vertriebserfahrung. Da gibt es dann Trainer, die Vertriebstraining machen, da gibt es Berater, die Vertrieb machen, da gibt es Interimsmanager, da gibt es dauerhafte, also Vertriebsleiter, Geschäftsführer, die wir da in einem Riesennetzwerk haben, die wir anbieten. Die eigentliche Entscheidung, mit wem arbeite ich zusammen, liegt auch da natürlich bei den Gründern. Was wir schon sehr gut können, die Türen zu unseren Fondsinvestoren aufmachen. Das ist ja gar nicht so leicht, ja, so große Unternehmen. Und wenn man da als Startup kommt, dann kann man auch mal 1-2 Jahre im Labyrinth laufen, bis man den richtigen Ansprechpartner hat. Und wir kennen das natürlich und kriegen die Tür auf, verkürzen dadurch die Sales Cycle erheblich. Und natürlich sind wir auch sehr krisenerfahren, weil es schon so, dass also die Hälfte im Schnitt so langfristig nicht so richtig erfolgreich ist. Und auch die erfolgreich sind, hatten mal so Phasen zwischendrin, wo es schwer war. Damit kennen wir uns aus. Ja, dann fangen wir nicht gleich an, hektisch zu werden. Im Gegenteil, da können wir sagen, guck mal, das ist hier ein Problem, haben wir schon 10-mal gelöst. Ja, also Produkt nicht serienreif und aber schon beim Kunden. So, gibt's ja viele Themen. Und da gibt es eine ganze Latte von Themen, wo wir aus den 15 Jahren sehr, sehr viel gelernt haben, große relevante Netzwerke haben, und die bieten wir an. Ja, also wir schlagen die Flanke, und dann müssen die Gründerinnen und Gründer das Tor schießen. Ja, vielleicht noch tatsächlich einen Blick in die Praxis mit dir, Daniel. Wir haben ja eben gehört, du sagst, Erfolg, ne, ist sozusagen das schlagende Element, gebe ich dir vollkommen recht, das ist das Argument, das am meisten zieht. Erfolg hat natürlich auch immer was mit vertrieblichem Erfolg zu tun. Und gerade wenn wir jetzt mal Gründer aus dem Tech-Bereich haben, sage ich jetzt mal so in Bausch und Bogen, ist vielleicht nicht der erste Gedanke an den Vertrieb der Lösung, die man da so erdacht hat, oder möglicherweise der Zugang in Vertriebsnetze. Ist das genau so ein Faktor, wo man dann sagen kann, okay, hier kommen dann sozusagen die etablierten Dinge mit den mit der innovativen Technik des Gründers zusammen? Ja, glaube ich, ist sicherlich ein Thema. Ne? Vielleicht mal noch auf einer etwas höheren Abstraktionsebene, ja, würde ich sagen, es gibt drei wesentliche Dinge. Ne? Das eine ist, ein Startup ist besser im Umgang mit Neuem. Und ein Corporate ist in der Regel viel besser im Umgang mit dem Bestehenden. Und das sind zwei unterschiedliche Stärken. Das eine ist Manage Uncertainty, und dann das andere ist manage the Core Business. Und die können voneinander in der Tat lernen, weil ein Startup ist irgendwann auch kein Startup mehr und braucht neue Prozesse, braucht gute Prozesse, braucht gute Geschäftsprozesse, die ein Startup überhaupt nicht hat. Das ist ja totales Chaos. Ne? Aber wenn du bei diesen chaotischen, shitty Processes bist und skalierst die dann bekommst du nur ungeordnete, große, shitty Processes. Und das können natürlich Unternehmer oder Unternehmen, etablierte Unternehmen viel besser. Die haben das gelernt seit Dekaden,
dass es notwendig ist, bestimmte Prozesse so zu tun und zu machen, dass sie effizient sind, dass sie ökonomisch sind und dass sie funktionieren. Vergessen manchmal, dass man die immer wieder hinterfragen muss. Da kommt wieder das Startup, ne? Das sagt, was ist das für ein blöder Prozess? Das, ne, funktioniert ja nicht, also kann man das auch überdenken. Deshalb können die sich gegenseitig sehr gut befruchten. Das Zweite ist Sicherheit und Stabilität, die natürlich ein etabliertes Unternehmen einem Startup gibt, ne? Also Startup heißt auch immer Uncertainty of the future. Ne? Also habe ich überhaupt noch die Möglichkeit, nächstes Jahr zu überleben. Vor der Runde ist nach der Runde und nach der Runde ist vor der Runde. Ne? Also der nächsten Kapitalrunde. Ja. Ne? Und das ist natürlich, wenn man sich dann in die Arme des Mittelständlers begibt, ist das vorbei. Also das ist eine Sorge weniger. Ne? Wenn das Unternehmen entschieden hat, ich fühle mich jetzt verantwortlich für dieses Startup, dann muss man natürlich auch da mit den Verantwortlichen darüber reden, ob man Geld ausgibt oder Geld verdient. Aber man hat sich committed dazu, das Unternehmen zu kaufen, und dann ist auch ein Investment nicht mehr das Herumrennen auf der gesamten Markt und nach Geld zu fragen, sondern ein klarer Weg, der eine ganz typische Investment-Story in ein jedem Unternehmen darstellt. Das sind im Wesentlichen diese zwei Dinge. Bei uns war das mit dem Vertrieb nicht so relevant, weil wir ein B2C-Unternehmen sind. Mhm. Aber wir haben uns beteiligt und haben auch relativ schnell übernommen ein Unternehmen, auch aus dem HTGF-Portfolio, das Hundefutter verkauft. Und zwar nicht einfach Hundefutter, sondern zusammengemixtes Hundefutter. Das ist jetzt nicht ein Bilderbuch-Case für den Supererfolg einer solchen Akquisition. Aber es ist auch ein Case, wo wir dem Unternehmen geholfen haben als CW, Vertriebsprozesse zu etablieren. Hätten wir das nicht getan, würde es dieses Unternehmen mit sehr, sehr großer Wahrscheinlichkeit nicht mehr geben. Ne? Zwischenzeitlich sind wir bei diesem Unternehmen bei einer Größenordnung von 10 Millionen Euro Umsatz. Das hätten die mit großer Wahrscheinlichkeit nie erreicht. Ja. Ne? Auch die Produktionsfrage haben wir dort helfen können. CW ist ein Weltmeister in Just-in-Time-Production. Ne? Die haben ja irgendwo Papier und dann müssen sie die Bilder aufs Papier bringen und alles just in time. Wir wissen noch nicht, welches Bild, das muss man noch kriegen. Und bei diesem Hundefutter ist das ähnlich. Ich muss also irgendwie ein System schaffen, wo man Hundefutter mixt nach bestimmten Anforderungen. Ne? Vorher waren da 40 Leute beschäftigt, jetzt sind es noch 4 und ein entsprechendes Roboterunternehmen, das aber CW mit einem Maschinenbauer selbst gebaut hat. Okay. Ne? Spannender Case. Wir nähern uns tatsächlich oder sind schon über die Zielgerade hinaus. Wir sind in der Verlängerung. Minimal möchte ich das mit euch noch ausreizen. Einmal kurz, nur für alle, die hier sind und vielleicht eben bei einem Mittelständler aktiv, der jetzt, sagen wir, nicht über die Größe verfügt, die man vermuten würde hinter den Investoren eures Fonds, lieber Alex. Wie sind denn da sozusagen die Eintrittshürden, würde ich es mal nennen? Also kann ja jeder auch die 20-Mann-Bude sagen, Mensch, das ist super, ich brauche unbedingt Zugang zu Startups, ich muss mal gucken, dass ich bei dem Gründerfonds irgendwie mit unterkomme. Jetzt ganz klar gefragt. Also der aktuell kleinste Fondsinvestor nach Umsatz, der hat knapp 100 Millionen Umsatz und wir haben schon ein auf Eloiba, also wir machen doch gar kein Fundraising, Fonds 4, das beginnt gegen Ende des Jahres, und da haben wir einen, der schon so ein LOI unterschrieben hat, der hat 25 Millionen Umsatz, also hätten wir auch nicht gedacht. Also wir passen zu allen Unternehmen. Okay. So, und was muss man mitbringen? Das ist ganz leicht. Wenn man unter 100 Millionen Umsatz hat, 2,5 Millionen, und die zahlt man nicht auf einen Schlag ein, sondern die werden über viele Jahre abgerufen. Also maximale Abruf im Peak sind so 10%, 250.000. Und die gute Nachricht ist, das Geld kommt zurück und sogar noch ein bisschen mehr. Das heißt, der ganze Mehrwert, der ganze Zugang zum Dealflow, zum Portfolio, zu Technologien, zu Geschäftsmodellen, zum Know-how, der ist umsonst, weil das Geld kommt verzinst zurück. Renditemaximierung ist nicht der Fokus. Da sind die VCs spezialisiert drauf. Wir bringen beides, Geld zurück und Mordsmehrwert. Und 2,5 Millionen, das ist ganz, ganz wenig pro Jahr maximal. Also so eine Kurve, so 250.000, das ist ein FTE. Zack.
Und der Mehrwert ist meiner Ansicht nach. Du zahlst aber gut, Alex. Genau, und wenn man, also genau, mal ganz kurz, wenn man ein bisschen größer ist, also wenn man unter 100 Millionen, dann sind es 3 Millionen, also über 100 Millionen, 3 Millionen und die großen Konzerne ab 5 Milliarden, das ist viel zu wenig, sind es 5 Millionen und also viel zu wenig. Also wir haben gelernt, da ist idealerweise für viele was dabei. Wir haben ein bisschen was über den Fonds erfahren oder viel über den Fonds erfahren. Wir haben über die Mechanismen erfahren, über die Zusammenarbeit von Startups und etablierten beziehungsweise Mittelständlern. Euch beiden ganz, ganz herzlichen Dank. Man hat gemerkt, ihr wart, das ist euer Thema, definitiv euer Thema. Ihr wart sehr mitteilungsfreudig und das hat uns wiederum sehr gefreut. Wir können eine Menge daraus ziehen. Alles, was wir hier gelernt haben, ist natürlich nachzulesen auf dub-magazin.de und im Dub-Unternehmermagazin. Bleiben Sie uns da gewogen. Der nächste Talk, ganz wichtig, der ist natürlich noch kurz anzukündigen. Der Werbeblock muss natürlich sein. Der nächste Talk wird am Donnerstag, also morgen stattfinden, zum Thema alternative Investments in Sachen Geldanlage. Auch ein wichtiges Thema, ein ganz anderes, aber ich hoffe, es hat Ihnen heute genauso viel Spaß gemacht wie mir. Herzlichen Dank und Grüße nach Köln und Bonn. Wir sehen uns und hören uns bald wieder.